Let's start again. Moin, ihr zuerst mal zur ersten Arena und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Kuddelmuddel! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ich habe gestern einen Tag Pause gemacht von Kuddelmuddel. Ich muss gestehen, mir hat gestern so ein bisschen die Kreativität gefehlt, irgendwie eine Folge aufzunehmen, auch so ein bisschen die Lust, muss ich an der Stelle mal ganz offen und ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ihr das mir verzeiht, wenn ich jetzt einfach ganz offen sage, hey Leute, ich hatte gestern einfach nicht den Elan und die Lust, eine Folge Kuddelmuddel aufzunehmen. Ich weiß nicht, irgendwie... ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, ja, wenn ich jetzt aufnehme, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich, was ich reden soll. Sowas passiert halt einfach mal. Und statt dann einfach eine richtig schlechte Folge aufzunehmen, in der ich dann halt ganz, ganz wenig rede oder überhaupt nicht rede, habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du heute mal keine Folge auf und lässt es einfach mal bleiben. Denn, ja, ich bin momentan am Überlegen, wie ich bei Kuddelmuddel so ein bisschen auch immer weitermache, ob ich jede Folge nur storymäßig mache. Jetzt sind wir ja gerade hier aktuell in unserer geheimen Basis und wir gucken mal von hier oben ganz kurz runter. Okay, in Kuddelmuddel scheint alles in Ordnung zu sein. Ich muss mir hier noch ein Bett anschaffen. Und ja, wie gesagt halt, also das kann mal vorkommen, dass ich einfach mal einen Tag sage, so hey Leute, ich habe heute mal absolut gar keinen Bock. Also ich muss sagen, bei Empire ist das doch relativ einfach, sich geile Storyline einfallen zu lassen, weil da schon so viel passiert ist, dass man da irgendwie ganz viele Punkte hat, wo man immer ansetzen kann. Also bei Empire ist es genau das Gegenteil wie bei Kuddelmuddel. Da bin ich eher so, dass ich denke, boah Leute, ey, was soll ich diese Folge bringen? Ich muss ja irgendeine Storyline langsam mal zu Ende bringen und das sind einfach so viele, die gerade laufen. Und dadurch weiß man immer, was man machen kann, will oder sollte. Und das fehlt halt so bei Kuddelmuddel so ein bisschen, weil hier bin ich ganz alleine. Hier gibt es natürlich weniger Storylines als in Kuddelmuddel. In Kuddelmuddel, da schon, in Empire. Und deswegen, hier muss ich mir erstmal noch ein paar Sachen einfallen lassen. Und ich möchte natürlich nicht, dass das alles immer dasselbe oder eintönig ist. Und deswegen überlege ich da natürlich auch ganz anders. Und ja, wie gesagt halt, also mir hat gestern einfach die Lust und der Elan gefehlt. Und ich denke mal, der größte Teil von euch wird jetzt sowieso sagen, ey Kevin, ohne Witz, das ist doch völlig in Ordnung, wenn du sagst, Alter, ich habe gestern einfach nicht die Lust gehabt. Dann machst du einfach mal einen Tag Pause. Heute sieht es wieder anders aus, meine lieben Freunde. Ich will auch noch mal ganz kurz am Rande erwähnen, ich streame mittlerweile wieder richtig viel auf Twitch. Allerdings aber auch sehr, sehr stark in den Multigaming-Sektor, ja. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel Fortnite gezockt und danach Albion Online. Gestern war eigentlich mein freier Tag. Da habe ich einfach so einen Livestream gemacht, wo ich so ein bisschen gechillt habe und nicht so krass auf den Chat geachtet habe. Heute werde ich auch wieder streamen. Ich weiß noch nicht, wann es genau losgeht. Also mein Ziel ist es, dass ich um 12 Uhr anfange. Das heißt, wenn dieses Video hier online geht, da bin ich auch wahrscheinlich gerade dann am Streamen. Ich will euch nur vorwarnen, ich zocke momentan im Livestream echt verdammt wenig Minecraft, ja. Bei Legend warte ich jetzt gerade auf das Quest-Update. Generell so, weil ich da richtig Bock drauf habe und ja, ich habe momentan so viele Spiele, dass ich kriege das alles gar nicht unter Dach und Fach gebracht im Livestream. Das ist das größte Problem. Ich will Legend am liebsten suchten, ich möchte Albion Online suchten, ich möchte Fortnite suchten, ja. Ich komme überhaupt nicht dazu, alle Spiele zu spielen, die ich spielen will im Moment. Und ja, jetzt gerade packt mich so ein bisschen die Fortnite- und Albion-Sucht. Also das ist ganz schlimm, weil das beides so Spiele sind, die ewig lange gehen können. Und man kann da unglaublich viel Zeit rein investieren, wenn man will. Und deswegen, wie gesagt, Leute, ich bin da wirklich wie in so einem Suchtkreislauf gefangen, ey. Ja, wer Bock hat, kann natürlich gerne einschalten. Wer nicht, der lässt es halt bleiben, ne? Ich meine, die meisten von euch, die gucken so oder so nur Minecraft. Von daher gehe ich mal davon aus, dass nicht ganz so viele Leute da sein werden. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben immer sehr schöne, nette, kleine Runden. Vor allen Dingen bei Albion. Da kann ich so geil den Chat nebenbei lesen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch heute mit Albion anfangen im Livestream. Also wer Bock hat und sich das Ganze mal anschauen will, der kann das gerne machen. Später wird es dann auch noch ein bisschen Fortnite-Action geben. Und vielleicht spiele ich heute Abend sogar noch mal ein bisschen Legend. Denn da ist auch einiges am Laufen, Leute. Also nicht, dass ihr denkt, Legend ist irgendwie eingeschlafen oder so. Minecraft Legend, wir sind richtig hart am Server am Arbeiten. Und wir haben echt mit einigen Bugs jetzt in der letzten Zeit zu tun gehabt beim Schmied. Eieiei, ich verfluche Minecraft. Ich verfluche Minecraft einfach nur. Und ja, wie gesagt, wir sind auf jeden Fall dran an dem Server. Heute in Kuddelmuddel eher so ein bisschen so eine kleine Quasselfolge, weil ich bereite gerade eine größere Storyline vor. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das wird jetzt noch bis morgen dauern, bis das fertig ist. Deswegen bauen wir heute erstmal die geheime Basis aus. Das müssen wir ja so oder so machen. Es haben auch ganz viele Leute in der Folge, wo ich nach Livestreams gefragt habe. Das wollte ich nämlich jetzt auch nochmal ansprechen. Haben ganz viele geschrieben so, Kevin, Livestreams schön und gut, aber nee, wünschen wir uns nicht. Also ganz viele Leute, die Kuddelmuddel aktuell schauen, sagen, sie möchten keine Livestreams, weil sie es zeitlich nicht schaffen würden. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Weil jetzt bei so einem Wetter, ja, es ist Sommer, Leute, bei so einem Wetter gehen die Leute lieber raus, statt
wirklich stundenlang meinen Livestream anzuschauen. Ne? Man sieht das auf Twitch. Twitch ist gerade tot bei mir. Das ist aber jedes Jahr im Sommer dasselbe. Im Winter geht dann immer ordentlich die Post ab. Aber das ist ja auch kein Problem. Damit komme ich bestens klar. Wie gesagt, halt, ich zocke dann jetzt momentan halt auch so richtig die Spiele, die ich gerne mag. Und da ist halt eine kleinere Gruppe auf Twitch unterwegs, so in meinen Livestreams. Ne? Aber wir haben jede Menge Spaß. Das ist so cool. Also richtig nice. So, ich hoffe jetzt, dass da niemand ist gerade. So. Autsch. Ja gut, hier ist schon mal niemand. Ich kann mich sogar jederzeit schlafen legen. Ja, gut. Die wissen auch nicht, wo ich mich niedergelassen habe oder von wo ich komme immer. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Ja, 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 meine Hunde sind sich schon hier fleißig am Vermehren. Das ist auf jeden Fall, ja, eine nette Sache. So, da habe ich ganz viele Hunde später. Wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen. Hier haben wir Kohle. Sehr schön. Die können wir nämlich mitnehmen. Ja, ich glaube, ich mache dann doch lieber oben ganz viele Öfen. Und hau mir dann da gleich richtig, richtig viel von dem ganzen Zeug rein. Essen habe ich ja auch mehr als genug. Da kann ich hier nämlich schön die ganze Kohle mitnehmen. Und dann braten wir da oben gleich die Steine schön ab. Oh, ich höre hier schon irgendwo so einen Zombie. Ja. So, haben wir hier auch noch Kohle? Ja, da haben wir auch noch welche. Sehr schön. Die nehmen wir nämlich schön mit, die ganze Kohle hier. So. Hallo, mein Schatz. Es tut mir wirklich leid, dass ich so lange weg war, ja? Ich bin immer in deiner Nähe, ja? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde jetzt eben schlafen gehen, damit du sicher bist. So, damit dieser blöde Zombie gleich stirbt am Tag. Und dann gehen wir wieder hoch in unsere geheime Basis. So. Ich muss auch schon wieder los. Tschüss, Lisa. Ich liebe dich, mein Schatz. So. Zack, jetzt können wir schnell weg hier. Eieiei, wie hält die das nur mit mir aus? Ich meine, ich bin ja fast nie zu Hause. Richtiger Arbeiter, Junge. So. Sehr schön, jetzt haben wir das geschafft hier. So, dann müssen wir jetzt gucken. Ah, komm. Ah, zieh dich noch ein bisschen höher. Wo haben wir die Basis? Wo haben wir sie? Ah. Das Problem ist, wenn man eine geheime Basis baut und die selber dann nicht mehr findet, Leute, dann ist die Basis wirklich geheim. Ja. Müssen wir mal kurz schauen. Weiß nicht mehr, wo die war. Hier gewesen. Nee, ne? Wo war meine geheime Basis, Leute? Ich finde meine geheime Basis nicht mehr. Lol, die ist echt super geheim. Die ist so geheim, dass ich sie selber nicht mehr finde. Ach, da. Haha. Nein. Geh nicht hoch hier. So, zack. Sehr schön. So, jetzt können wir hier reingehen. Genau, sehr schön. Jetzt können wir nämlich gleich... Boah, zum Glück habe ich ein Holz mit für eine Werkbank. Das war knapp, Leute, ey. So, sonst hätte ich nämlich jetzt direkt nochmal losgemusst. So, und dann werden wir jetzt hingehen. Dann bauen wir hier raus erstmal 8 Öfen. So, die stellen wir dann hier so zack, 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 zack auf. So, dann können wir hier alles schön aufsplitten. Wir brauchen ja immer 8 Kohle in einem Ofen. Einfach, damit wir hier schön sauber dann unsere Steine quasi abbrennen können. Damit wir dann den Boden für unsere geheime Basis machen können, Leute. Wenn ihr natürlich Ideen habt, was alles noch in die geheime Basis rein kann, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, Leute. Gar kein Problem. Also, da bin ich echt für alles offen, für jeden Vorschlag. Und jetzt hauen wir hier erstmal das ganze Zeug so rein. Zack, und hier auch noch. Nein? Okay, ja, komm, die ganze Kohle können wir da reinmachen. So, sehr schön. Und dann würde ich sagen, dann mache ich mich hier ran und baue hier hinten nochmal so ein Stück weiter ab. Könnt ihr mal gucken. Also, wir haben ja einen riesen Berg zur Verfügung. Ich habe mir überlegt, wir bauen hier so eine Art Batcave oder so. Ja, meine geheime Bathöhle, in der ich mich niederlassen kann und wo ich dann meinen ganzen Aktivitäten nachgehen kann, Kartoffelnase in seinem Vorhaben aufzuhalten, Leute. Wir brauchen eine geheime Basis. Und ja, ich bin mal gespannt, also was wir hier rausgezaubert bekommen. Dann werden wir das natürlich immer wieder in den Videos auch weiterbauen. Da müssen wir mal gucken. Wir könnten mal überlegen, ob ich so Special-Folgen aufnehme, je nachdem, wenn wir keine Livestreams machen. Das wäre eine Idee, die mir einfach jetzt gerade so spontan kommt. Wenn wir keine Livestreams machen, könnten wir überlegen, ob wir so Special-Baufolgen machen. So wie jetzt heute, nur länger. Das heißt, dass ich irgendein Video aufnehme vielleicht mal, was, keine Ahnung, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so geht. Und ich in dieser Folge dann nur am Bauen bin und mit euch so quassel wie heute. So ein bisschen eher weniger Roleplay, sondern eher mehr so auf Bauen getrimmt und so. Weil dann ist das auch für die Leute, die gerne sowas sehen, wie ich jetzt gerade mache, auch wieder was, was dabei ist. Ne? Wo die Leute sagen so, hey, finde ich cool, dass Kevin auch mal zwischendurch einfach mal so ein bisschen quasselt und nicht nur irgendwie stupide seine Storyline in Kuddelmuddel durchzieht. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Sagt ihr, yo, ist eine geile Idee, mach so Baufolgen auch mal zwischendurch. Auch eine geile Abwechslung zu dem ganzen Roleplay, ja, was stattfindet in Kuddelmuddel. Da würde ich einfach mal sagen, lasse ich euch einfach mal eure, euch die Wahl offen, dass ihr das entscheiden könnt.
Und wir machen jetzt erstmal hier schön an der Höhle weiter. Und dann kann ich gleich nämlich, wenn ich die Steine hier, ja, sehr schön habe, zeige ich euch mal, was ich jetzt machen will am Boden. Oh, nee, das wollte ich nicht. So, zack. Ja, wenn man hier so viele Öfen hat, dann geht das so schnell, dass man mal eben schnell so ein Stack zusammen hat. Mega coole Sache auf jeden Fall. So, zack. Ne, ja, genau. So und so. Und dann machen wir den hier. Genau. Und dann so und so und so. Dann könnten wir hier nochmal eben ganz kurz die ganzen Stacks wieder auffüllen, damit wir hier wieder auch mehr als genug Stein drin haben. So und so. So und so. Damit wir den ganzen Cobblestone, den ich mal abgetragen habe, irgendwann hier auch sicher drin haben. So, die Idee ist, dass wir den Boden dann so machen werden. Ja, ich muss jetzt hier erstmal um die Öfen herumbauen. Dann werden wir den ganzen Boden hier schön mit diesen Fliesen fließen. Ja, ich weiß, man könnte nur eine immer hinsetzen auf die obere. Aber ich bin ein Perfektionist, Leute. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwie hier nur die Hälfte so schwebende Fliesen drin habe. Ne? Da bin ich echt ganz pingelig. Deswegen muss ich das so machen. Und das machen wir in der ganzen Basis als Boden, würde ich jetzt erstmal sagen. Weil ich finde diesen Boden eigentlich ziemlich nice. Der gefällt mir wirklich gut. Und ich glaube, da kann man echt eine Menge mit anstellen. Deswegen, also, ich finde den schon ziemlich nice. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Was sagt ihr zu dem Boden? Ist der geil? Ist der nicht so geil? Habt ihr da bessere Vorschläge? Ich finde bis jetzt, das ist der beste Boden. Wir müssen uns noch für die Wände was überlegen. Da habe ich mir schon gedacht, da kann man einfach mit Brickstones ganz normalen arbeiten. Das wäre eigentlich auch eine ziemlich geile Sache. Da kann man ja auch eine Menge mit anfangen. Müssen wir mal schauen. So, zack. Habe ich noch welche? Nee, jetzt habe ich keine mehr. Okay, dann können wir jetzt hier nochmal eben ganz kurz das Stück abbauen. Dann haben wir das nämlich auch hier nochmal weg. Und dann werden wir hier weiter die Basis ausbauen. Also meine Idee ist auf jeden Fall, ich möchte hier mein Lager errichten mit den ganzen Pets und sowas. Das mit der Lisa und dem Haus, Leute, das benutze ich als Tarnung. Ich werde hier auch meine Rüstungskammer und so aufbauen, denn ich habe das Gefühl, dass ich auf meinen Abenteuern viele verschiedene Rüstungen finden werde, wie zum Beispiel diese TNT-Rüstung, die ich ja jetzt gefunden habe. Und wenn ich hier oben eine Geheimbasis habe, wo ich einen geheimen Raum habe, wo meine ganzen Rüstungen drin sind, dann habe ich auch immer Zugriff auf die Rüstung, wenn ich mal eine brauche. Also denke ich, ist das auch gar nicht so verkehrt, das zu machen, Leute. Ja, wie gesagt, dann soll es noch den Raum geben, wo meine ganzen Pets drin gelagert sind. Wenn ihr da noch Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr natürlich gerne weitere schreiben. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und ich glaube, das wird sogar richtig geil aussehen, wenn ich später so eine Ansammlung an allen Rüstungen, die ich so habe, ja, quasi so einen Raum habe, wo die ganzen Rüstungen mal dann ausgestellt sind. Dann sieht man nochmal so, was ich alles so an Rüstung gefunden habe im Laufe der Zeit hier in meinen Abenteuern in Minecraft Kuddelmuddel. So, da haben wir jetzt nochmal ordentlich Fliesen bekommen. Sehr, sehr schön. Da können wir nämlich jetzt hier den Rest zu Ende machen. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, das hier ist der Eingangsbereich von der geheimen Basis. Da wollte ich ja noch, wie gesagt, so eine Sticky-Pisten-Tür machen. Boah, meine Güte, ey, die Fackeln, ne? Das ist das einzige Nervige, wenn man das in der Offhand hat, dass er die Fackeln die ganze Zeit setzt. Das ist richtig, richtig hart nervig. Richtig geil wäre gewesen, wenn die bei der Offhand das so gemacht hätten, wenn man Shift und Rechtsklick macht, dass er dann das aus der Offhand setzt. Und mit Rechtsklick einfach setzt man so jetzt die normalen Sachen, die man so in der rechten Hand hält, also in der Main Hand. Ich glaube, das wäre echt viel, viel besser gewesen. Weil man hätte dann mehr darüber bestimmen können, wann man eine Fackel setzen will, wann man einen anderen Block setzen will, so vom Ding her, ne? Fände ich eigentlich viel, viel geiler. Aber leider ist es nun mal nicht so. Deswegen will ich mich da auch nicht beschweren. So, zack, 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 zack. Jetzt haben wir hier auch gleich von den ganzen Boden so weit eigentlich gefliest. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und dann werde ich nämlich in der nächsten Folge oder so, oder mal gucken, in einer der nächsten Folgen werde ich dann anfangen, die Rüstkammer zu bauen. Die muss auf jeden Fall sehr, sehr groß werden. Da muss viel Platz sein, weil, wie gesagt, halt, ich werde, glaube ich, sehr, sehr viele Rüstungen finden noch. Und dementsprechend brauche ich ja auch ganz viel Platz, um diese ganzen Rüstungen auch ausstellen zu können, ne? Weil sonst bringt das ja nichts, wenn ich so eine kleine Rüstkammer habe und da passen dann nachher nicht mal meine ganzen Rüstungen rein. So, jetzt haben wir das soweit fertig, dann leuchten wir mal hier aus. Ja, das sieht doch schon mal richtig, richtig schön aus hier. Viel, viel wohnlicher als vorher, ne? Ja, meine Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, das war es auch heute schon gewesen von Minecraft Kuddelmuddel. Heute mal so ein bisschen so eine Baufolge. Wie euch die Folge gefallen hat, das könnt ihr natürlich gerne mal in den Kommentaren schreiben, ja. Über Feedback würde ich mich natürlich freuen, genauso auch über eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft von Minecraft Kuddelmuddel wieder. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und nicht vergessen, jetzt gerade auf www.twitch.tv/gtmtv läuft eventuell einen Livestream, wenn ich es geschafft habe. Ich gebe mein Bestes, dass es schon um 12 Uhr losgeht. Wenn ich es nicht schaffe, dann geht es ein bisschen später los. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüss.